hier? Ich habe gehört, dass heute die NPD in Wetzlar wieder demonstrieren ist. Und wie man weiß, immer wenn die NPD in Wetzlar ist, ist die Partei nicht weit. Denn irgendwer muss ja schließlich nach den Rechten sehen. Die CDU hat gesagt, dass sie hier gegen die linksradikale Band Feine Sahne Fischfilet demonstriert. Weswegen denken Sie denn, ist sie hier? Genau. Die CDU? Das ist doch die NPD, die hier ist. Oder? Ach, die meine ich. Ja, genau. Wie war die Frage nochmal? Das hat mich gerade etwas verwirrt. Was denken Sie, ist denn der genaue Grund, weswegen die hier ist? Ja, das hat man ja in der Pressemitteilung bzw. in dem Flyer zu dieser Demonstrationsveranstaltung ja angekündigt. Es geht gegen die Linksanarchisten. Ich weiß nicht genau, was Linksanarchisten sind, aber es geht gegen diese Leute. Die scheinen sehr schlimm zu sein. Ungefähr so schlimm wie Rechtsfaschisten anscheinend. Und deswegen sind die, glaube ich, hier. Zudem ist es Freitagabend, der Tatort läuft erst am Sonntagabend. Deswegen haben die alten weißen Männer natürlich Zeit, hier am Bahnhof in Wetzlar rumzustehen. Also ich finde, dass Kinder auf jeden Fall frühzeitig an demokratischen Prozess gewöhnt werden müssen, das ist ganz klar. Ich finde allerdings die Ausstaffierung der Kinder doch recht gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Sie erinnern mich an Gelbwesten-Demonstranten. Und so wie ich die Eltern wahrgenommen habe, haben sie auch zu den Kindern gesagt, stellt euch mal schön hin für ein Foto, damit es pressewirksam wird und so. Also ich würde schon sagen, dass da ein Grad an Instrumentalisierung stattfindet, den ich selbst als Vater auf keinen Fall unterstützen kann. Ich finde es unfassbar, offen gesagt. Ich finde es lustig, wenn man bedenkt, man will dann natürlich gucken, ist das wahr? Ist das gefaked oder wie oder was? Und dann sucht man erstmal natürlich im Internet. Aber wir kennen ja leider die CDU und das Internet ist für die CDU auch bis heute noch Neuland. Man möchte sich nur mal die Seite der CDU Wetzlar auf Facebook angucken. Keinerlei Informationen dazu, aber ja gut, das... Das Wahlvolk der CDU liest natürlich auch noch Zeitungen, von daher selbstverständlich. Aber wird man sich in Zukunft nicht mehr leisten können. Die CDU wird mehr auf das Digitale gehen müssen, denn jeder weiß, dass der CDU zu jeder Wahl locker 10% der Wähler wegsterben. Und noch eine letzte Frage. Wie viel denkst du, wird es diese Mahnwache heute die CDUs kosten? Ich denke mal, aktuell auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde ihrer Zeit. Ansonsten hat man als CDU heutzutage natürlich nicht mehr viel zu verlieren. Das C wurde einem ja nicht nur an der Fassade geklaut, sondern man hat sich des Cs ja schon selbst beraubt. Christliche Werte sind in dieser Partei definitiv nicht mehr zu finden. Von daher, warum auch nicht einfach mal hier demonstrieren gegen Feine Sahne Fischfilet? Man hat nichts zu verlieren. Wir hätten hier noch ein Quiz zu der Band, wegen der die NPD hier ist. Mhm. Wir wollten mal Sie fragen, was denken Sie von diesen Texten? Welche ist denn das von der Feinen Sahne Fischfilet? Oh, da muss ich jetzt mal gucken. Du Drecksbulle bist außer dir, bestell mich bloß nicht aufs Revier. Ich habe keinen Respekt vor niemand. Ob's stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht, verstaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, es braucht unser Panzer im Sturmwind dahin. Das klingt ja fast schon eher nach einer anderen Band. Wir sind zurück in unserer Stadt mit 2 Promille durch die Nachbarschaft, wir sind zurück in unserer Stadt und scheißen vor eure Burschenschaft, das klingt schon mal gut, das könnte Feine Sahne Fischfilet gewesen sein. Krönst du die Ehre dir zum Heiligtum und machst des Volkes Schicksal zu deinem? Weist stolz zurück des Feindes Opium, worin sie falsches Glück mit Tod vereinen? Du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt wie Wovereit, hier fickt die Polizei, LKA, BKA. Ach, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also ich würde jetzt tippen, ich würde jetzt sagen, vielleicht die 1, die 3 und die 5, weil die 5 finde ich super. Einfach, ja. Mit dem Untertitel Merkel ist scheiße, Polizei ist gut.